Zu viele Einser-Abiture? Fragezeichen. Dieses Thema wird derzeit heiß diskutiert und dementsprechend möchte ich auch einmal hier kurz die Ursachen dafür aufdecken. Willkommen zurück, hier ist Leo Eckel, der Abitur-Coach und mittlerweile geht es ja ein bisschen rund hinsichtlich der Frage, gibt es mittlerweile zu viele Einser-Abiture, werden die Noten einfach nur hinterhergeschmissen oder was ist der wahre Grund daran, dass angeblich eine Noteninflation passieren soll und darauf möchte ich in diesem Video eingehen. Das ZDF hat dazu einen Beitrag befasst, den kann ich auch gerne unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken, wo gesagt worden ist, dass es vor 10 Jahren von allen Abituren 20% der Abiture waren sozusagen ein Einser-Abitur und mittlerweile seien es schon 25%. Ja, das bedeutet 5% Punkte Anstieg hinsichtlich der Anteile an Einser-Abituren an der allgemeinen Anzahl an Abituren. Und ja, das ist definitiv eine Steigerung, das ist ein Fakt. Die Frage ist, erstens, ist das schlimm? Und die zweite Frage ist, woran kann das liegen? Das ZDF hat da im Beitrag weiterhin auch zum Beispiel schon die erste mögliche Ursache genannt. Und zwar gab es 2016 die Kultusministerkonferenz, wo eigentlich geplant war, dass man einfach das Abiturniveau der verschiedenen Bundesländer anpasst, ja, de facto soll es aber eigentlich nur darin resultiert sein, dass das Ganze ja erleichtert worden ist. Gut, das ist ja grundsätzlich schon mal ein spannender Punkt. Ich werde doch mal hier noch ein Video auf diesem Kanal veröffentlichen, vielleicht ist auch schon passiert, je nachdem wann dieses Video hier online geht, wo ich darauf eingehe, ob man meiner Meinung nach das Abiturniveau der verschiedenen Bundesländer angleichen sollte und wenn ja, wie man das Ganze aus meiner Sicht am besten gestalten kann. Grundsätzlich ist es aber, denke ich, so, die Zahlen sprechen erstmal für sich. Ja, es gibt mehr Einser-Abiture. Da natürlich erstmal die Frage, ist das überhaupt schlimm? Meiner Meinung nach ist es nicht schlimm, zumindest in dem Bereich. Man muss ehrlich sagen, wenn das jetzt auf einmal bei 30, 40, was weiß ich, Prozent liegen würde, dann ist es schon so, dass man sich meiner Meinung nach fragen muss, wofür noch der Rest der Notenskala? Ja, meiner Meinung nach ist das aber noch im okay, ein Bereich. Die Frage ist meiner Meinung nach viel eher, woran liegt das? Ich meine, wenn die Schüler einfach ambitionierter werden und besser werden, ist das ja kein Thema. Die Frage ist natürlich viel eher, liegt das mehr daran, dass die Schüler besser performen oder liegt es daran, dass die Anforderungen leichter werden? Da fällt es mir persönlich natürlich auch ein bisschen schwer, das hinsichtlich der Anforderungen zu bewerten. Da wäre es vielleicht spannend, nochmal eine Person auch mit dazu zu holen, die vielleicht einfach auch mehr Erfahrung hat, die das Ganze vielleicht auch nochmal mit mehr Kontext betrachten kann. Es war im Beitrag des ZDFs auch die Rede davon, dass es eine politisch gewollte Erleichterung ist. Ja, das heißt, dass man von Seiten der Politik einfach auch versucht, nochmal einen Ticken bessere Noten herauszugeben, wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass das definitiv ein Fakt sein kann. Diesen Anteil möchte ich aber nicht so sehr thematisieren, weil ich mich dazu derzeit nicht unbedingt in der Position sehe. Worauf ich viel mehr eingehen möchte, ist der Aspekt, dass die Schüler besser performen. Weil ich glaube, in dieser ganzen Debatte wird eigentlich nur von allen, die nicht mehr im Abitur sind, ja, und entweder schon seit ein paar Jahren oder seit auch ein paar Jahrzehnten das Ganze schon hinter sich haben, sehr oft davon ausgegangen, dass es nur daran liegt, dass es leichter wird. Inwiefern es leichter wird, möchte ich mich nicht anmaßen, darüber zu urteilen. Aber ich möchte mal, wie gesagt, die andere Seite auch ganz, ganz stark aufdecken. Denn ich denke, dass mittlerweile in vielen Köpfen der Schüler wirklich einfach auch angekommen ist, hey, mein Abitur ist einfach super, super wichtig für meine Zukunft. Und ich glaube, es war lange so, dass gerade die Eltern, ja, in der Denkweise drin waren, zu sagen, hey, du brauchst einfach ein richtig gutes Abitur, um später mal in deinem Leben was zu schaffen. Ja, und für viele Schüler war das mehr so, ja, keine Ahnung, mit Realschule oder so, kriege ich da auch noch ganz gut was hin. Und mittlerweile, glaube ich, hat sich das ein bisschen gewandelt. Das bedeutet, dass ich bei vielen Gesprächen mit Eltern merke, dass die sagen, hey, von meiner Seite muss mein Kind überhaupt gar keinen bestimmten Schnitt erreichen, sondern
Das kann einfach das Ganze so machen, wie es will. Hauptsache, es wird glücklich. Ja, weil vielleicht viele Eltern auch immer stärker merken, hey, manchmal ist ein Studium gar nicht notwendig oder mir ist gar nicht so wichtig, was mein Kind so unbedingt beruflich macht. Hauptsache, es macht was beruflich, womit es eben zufrieden ist. Und wenn es was macht oder was machen will, wofür es einen bestimmten Schnitt braucht, dann unterstütze ich es auch. Aber wenn nicht, ist das für mich genauso in Ordnung. Und auf der anderen Seite mittlerweile einfach für die Schüler die Noten einfach, wie soll ich sagen, es ist einfach ein Abbild davon, wie gut man in der Schule seinen Job macht. Und jeder möchte einfach in seinem Job möglichst gut sein. Und das sehe ich grundsätzlich mal als eine total positive Entwicklung. Denn grundsätzlich finde ich es wichtig, dass gerade in einem Land wie Deutschland die jungen Menschen einfach einen Ansporn haben, sehr engagiert sind. Und ich glaube auch, dass das definitiv der Fall ist. Es gibt sicherlich auch eine große andere Hälfte, ja, die vielleicht nicht engagiert ist, die faul ist, die gefühlt nur vor dem Handy sitzt. Gibt es bestimmt auch, aber ich glaube, was sehr oft unterschätzt wird, ist auch vielleicht eben auch dieses Viertel an Einser-Abiturienten, die vielleicht einfach sagen, hey, mir ist einfach sehr, sehr wichtig, sehr, sehr gut zu sein und die sich da dementsprechend auch einfach sehr, sehr stark anstrengen. Wir haben auch immer stärker Schüler bei uns, die sagen, nee, ich war in der Hauptschule, ich habe mich damit nicht zufrieden gegeben, egal was die anderen mir gesagt haben, ich habe Gas gegeben, bin auf die Realschule gegangen, bin aufs Gymnasium gekommen oder viele, die auch von der Realschule aufs Gymnasium gewechselt haben. Und das ist meiner Meinung nach einfach ein super positiver Trend, wo solange nicht die Anforderungen einfach willkürlich für irgendwelche politischen Ziele einfach aufgeweicht werden, solange das nicht passiert und es durch einen erhöhten Ansporn der Schüler passiert, eigentlich als einen sehr positiven Wandel zu sehen ist. Was dabei aber eben auch wichtig ist, was ja auch immer wieder thematisiert wird, ist, dass das Ganze eben auch nicht mit zu viel Druck passiert. Ja, also dass man wirklich einfach versteht, hey, es ist super, ein Einser-Abitur zu machen, es ist super hilfreich, kann für die Zukunft extrem viele Türen öffnen und gleichzeitig auch zu verstehen, dass es möglich ist, das Ganze ohne Stress zu machen. Ja, das ist ja beispielsweise auch was, was wir bei uns in unserem Coaching sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft machen, weil das eben auch oftmals auch von uns festgestellt wird, dass es nicht so ist, dass je mehr man sich unter Druck und unter Stress setzt, man umso bessere Noten schreibt, sind das oft auch der Stress und der Druck, diese sehr guten Noten dann vielleicht auch gegebenenfalls verhindert. Dazu mehr Informationen entweder unter diesem Video im ersten Link in der YouTube-Beschreibung oder auch im ersten Link im angepinnten Kommentar. Und worauf ich an der Stelle auch noch eingehen möchte, ist, dass es meiner Meinung nach man nicht nur betrachten sollte, ob die Einser-Abiture grundsätzlich besser werden oder mehr werden, sondern dass man vor allem sich auch darauf fokussiert, diejenigen, die schon sehr gut sind, die nochmal speziell zu fördern. Weil ich glaube, mittlerweile ist unsere Gesellschaft so, dass viele Schüler einfach anstreben, okay, ich will ein Einser-Abitur schaffen, ja, aber gerade diejenigen, die schon sehr gut sind, die haben gar keine Entwicklungsmöglichkeit mehr, weil eben oftmals gesagt wird, ja, du stehst ja schon auf 1, was willst du denn noch? Ja, und auch da habe ich jetzt auch schon ein Video, entweder kommt es noch oder wurde bereits veröffentlicht, wo ich da darauf eingehe, dass es mir auch sehr wichtig ist, dass man auch diese Ambitionen versteht und dass es da, denke ich, sehr, sehr, sehr entscheidend ist. Dementsprechend würde mich jetzt natürlich auch euch als Schülern das Ganze interessieren. Woran denkt ihr, liegt das, dass es immer mehr Einser-Abitur gibt? Ist es so, dass ihr das Gefühl habt, okay, es strengt sich einfach viel mehr in eurer Klasse an? Ist es so, dass der Unterricht irgendwie einfacher ist? Oder wie seht ihr das Ganze? Gerne auch mal eure Meinung dazu hier in die Kommentare. Hier haben wir die Plattform dafür. Und gerade in solchen Diskussionen werden ja manchmal die Stimmen und die Meinungen der Schüler ein bisschen runtergespielt. Deswegen tobt euch sehr, sehr gerne in den Kommentaren aus und dann lasst uns da eine spannende Debatte darüber führen. In diesem Sinne, denkt dran, ich glaube an dich. Wir bei dir sehen uns im nächsten Video. Euer Leo.